Hallo meine Freunde, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, heute bin ich mal in den Windpark Bosseborn gefahren. Und ja, gerade stehe ich unter einer Nordex. Das ist eine N62-Anlage. Ja, schön haben hier, die haben ja auch alle wunderbar rote Blattspitzen. Das sieht echt richtig toll aus. Ja, ich weiß nicht, wann die gebaut wurde, auf jeden Fall steht im Internet, Baujahr 2001, 2002 und 2003 wurden hier Anlagen gebaut. Also ich würde sagen, 2002 oder 2003 wird die hier hingestellt worden sein. Ja. Dann stehen hier noch an Bonusanlagen. Da hinten stehen zwei Stück. Hier steht nur eine. Es steht drin, hier würden fünf an Bonus 54 1000, glaube ich, stehen. Aber das stimmt nicht, denke ich mal. Und zwar stehen hier 1, 2, 3. Und da hinten steht noch die vierte an Bonus hinter dem Strauch. Das passt. Aber die fünfte, das ist, denke ich mal, keine mit 54 Meter Rotordurchmesser. Das wird eine 72er, denke ich mal, sein. Oder 76, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall macht die ganz ungesunde Geräusche. Ich weiß nicht, ob man es dann hören kann, aber die knackt richtig. Ich bin mal kurz still. Hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Ja, dann stehen hier außerdem noch eine Mikon-Anlage. Es wird, glaube ich, eine 52er, glaube ich, gewesen sein. Dort. Und drei Lagerwei. LW 700, also mit 750 kW. Und 50 Meter Rotordurchmesser. Ja. Und zu guter Letzt filme ich da hinten nochmal den Windpark. Das ist der Windpark Bredenborn-Holzhausen und Bremer Berg. Also zwei Windparks, die man dort sieht. Wenn die Kamera mitmachen würde. Nee, jetzt glaube ich, das macht sie gerade nicht. Naja, auf jeden Fall stehen da hinten E101 und E115 und so weiter. So, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu der Anlage näher dran. Ist auch eine der wenigen älteren Nordex hier in der Region. Es stehen noch zwei alte auf Bustollen, auf Gittermast. Und zwei Nordex N54 in Harbrück. Schaut in die beiden Videos gerne mal rein. Und ja, das ist jetzt die größte der älteren Nordex-Anlagen hier. Die nächsten, die hier in der Region stehen, haben dann 131 Meter. Schönes Teil. Bin mal gespannt, wie lange die hier noch stehen dürfen. Sind die auch schon etwas älter. Aber schöne Teile sind es. Schöne Anlagen. Huch. So. Da ist das gute Stück. Ah, dieser Anbonus da hinten, die hört sich echt so an, als würde sie gleich umknicken. Joa. Bei der hier pfeifen die Rotorblätter ein wenig, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Schön. Aber die ist schon echt groß, wenn man drunter steht. Von Weitem sieht die so klein aus. Aber von hier. Ah, hier ist noch eine Plakette. Da erkenne ich noch was drauf. Nordex N62. Ah, schade, Nabenhöhe ist ausgeblichen. Ah, doch hier, 69 Meter Nabenhöhe, 1,3 Megawatt, 62 Meter Rotordurchmesser. Cool. Ja, da steht die andere an Bonus. Eine von den fünfen, die hier stehen. Ja, das Ding da hinten, das hört sich echt nicht gesund an. Also, ja.
das wohl ist. Wer weiß. Steht auch direkt an der Straße, also wenn da was passiert, wäre es nicht so schön. Aber die Nordex hier, die gefällt mir vom Design echt gut, die N62. Boah, ey, was knackt die da hinten? Ja, mal gucken, ob ich noch zu einer anderen Anlage hinkomme. Ich würde ja gerne mal so unter eine Lagerweihe, aber... ich weiß ja nicht. Die sehen auch nicht mehr so vertrauenswürdig aus, sage ich jetzt mal. Eine von den beiden hat damals, soweit ich mich erinnern kann, auch mal gebrannt. Dann ist alles runtergekommen. Die stehen ja, die beiden da hinten stehen ja direkt neben der Straße. Und da ist wohl mal ein Blitz eingeschlagen und eine von den beiden ist dann komplett niedergebrannt. Ich vertraue den Dingern nicht so, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, von denen hört man gar nichts. Na, da steht noch die dritte Lagerweihe und die an Bonus, die eben hinterm Strauch war. So. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.